Bonsoir, Mesdames et Messieurs, zu einer neuen Aufnahmesitzung von Guten Fallout 3 und ich begrüße euch hier einfach mal im Startbildschirm, weil ich euch das einfach mal zeigen will. Honk, Level 11, Kreuzritter der Hauptstadt. Freunde, das Leben ist lebenswert. Wir gehen mal in den letzten Spielstand. Ich hoffe, das ist der letzte soweit. Ja. Ladi, 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 ho. Das dauert aber. Moment, kann man mal einen Schluck Kaffee schlürfen? Ordentlich ins Mikrofon schlürfen. Na? Und da sind wir auch schon. Wer stiefelt? Ach so. Nee, geh bloß weg, Mr. Patriot. Ja, lass mich erstmal wieder reinkommen. Heute ganz cool und ohne Alkohol. Wir gucken mal. Ach du meine Güte, wir haben ja jede Menge Kram im Inventar, das wir nicht loswerden konnten, wegen. Ja. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ja, jetzt habe ich wieder ein neues Spiel am Start. Drakensang am Fluss der Zeit hat seit gestern angefangen. Hat wieder eine slightly andere Steuerung als Drakensang bisher. Glotzen Sie nicht so. Wir verkaufen hier nur. Hey, was kann ich für Sie tun? Bist du so unfreundlich, Hupenfrau? So, dann wollen wir mal gucken. Sehen Sie mal. Was hast du denn? Hast du Geld? Hast du Stimmpacks? Nö, hast. Doch, du hast Stimmpacks. Gib her. Dann kannst du nämlich mehr Geld haben und dann kann ich dir mehr Kram verkaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier erstmal Schrott verkaufen muss. Aber das ist wichtig, sonst haben wir kein Geld, ne? Aufbereitetes Wasser, Blütchenpaket. Ja, heute alkoholfrei. Ich tue so, als wäre das eine Ausnahme. Aber ihr wisst ja ganz genau, die Leute, die länger hier sind, die wissen, dass das eigentlich die Regel ist, ne? Hat mit Periode nichts zu tun. Haha, wieder blöde Witze. Die keiner lustig findet. Ja, ich nehme es euch ja nicht übel. Ja, und ratet mal, heute werden wir nicht so lange spielen. Ich wollte das eigentlich nicht sagen, weil ich weiß, dass ich mich sowieso nicht dran halten werde, aber scheiß drauf, wie ich immer sage. Okay, ich muss mir mal endlich die Tasten angewöhnen. Aber hier mit der Tastatur unter dem Mikrofon, ihr wisst Bescheid, ne? Knusprige Eichhörnchenbissen. Oh, ich habe mich so drauf gefreut, hier wieder zu sein. Diese Lederpistole möchte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten verkaufen. So, hier hast du ein paar Leguanbissen und ein paar Mentats und ein Messer und ein Kochpfanne. Ich habe noch nie etwas von einer Kochpfanne gehört. Soll das vielleicht der Unterschied zwischen einer Bettpfanne sein? Ja, wir gehen gleich wieder rüber zum Hospital. Wir gehen gleich wieder Krankenhaus, Digga. Nuka-Cola. Ich verkaufe sie dann. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht verkaufen sollte. Jetzt juckt die Nase schon wieder. Was ist denn hier los? Kaum nehme ich auf, schon juckt die Nase. Ganzen Tag kein Nasenjucken. Kaum fange ich an. Na? Oh, ich habe es ja irgendwie geahnt, ne? Dann lass mich mal schauen. Was war denn hier besonders teuer? Die Laserpistole nehme ich mal wieder zurück. Hä, ich hab ihr das Rösti verkauft? Du hast wahrscheinlich auch eben gerade gedacht, ja, das ist halt, wenn man labert wie ein Wasserfall und dann dabei nicht denkt, ne? Ist sowieso schon ein Wunder. Versuch das mal selber, die ganze Zeit zu quatschen über irgendwelche Sachen. Boah, das gute Rösti, ich hätte es beinahe verscheuert. Ich schäme mich so. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? tut mir leid, wir werden das hinkriegen. Ja, wir gehen gleich wieder rüber in die. Hä? Warum will die mir so viel für die Knapp? Ach so, ach. Ich bin ja schon so weit. Shit. So, akzeptieren, fertig, Schluss, aus, Ende. Weißt du was? Viel den Spaß. Rest. Ja, werde ich haben. Den Rest nehme ich mit. Wir sind immer da, wenn Not am Mann. Bringe diesem verrotteten Fleisch. Alter. Morgen. Moin. Lass uns bloß hier raus. So, wie gesagt, wir gehen gleich wieder Krankenhaus, Digga. Na? Weil ich hab Covid, Digga. So, ja. Ja, also, falls ihr das Drama nicht mitbekommen habt, die Sad Woman, so wollte sie sich wahrscheinlich nennen, sie hat sich aber Sad Women genannt, also mehrere traurige Mädels. Dann hier los. Hä? Wen habt ihr denn da erschossen? Hundi! Die haben einen Hundi erschossen. Okay.
Schweinefleisch. Ja, wer war denn das jetzt? Na du? Ich zahle Kronkorken für Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar. Nun, welchen Handelskarawane, erzähl mal was. Ich durchstreife das Ödland auf der Suche nach dem besten Schrott, den hochwertigsten Trümmern und verwertbaren Abfällen. Alles hat einen Wert. Und mein vergessen? Weg führt mich immer durch Canterbury Commons. Der Bürgermeister dort, Roe, hat immer Platz für einen schlauen Müllsammler wie mich. Du hast vergessen die kostbaren Fäkalien, nach denen du auf der Suche bist. Zum Beispiel polierte Diarrhoe, Stichwort. Ich bin hier, weil ich was kaufen will. Ja. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Rocketwerfer, haben wir schon das Diagramm? Stimpax, gib her! Diggi! Pass auf, ich kann dir dafür eine Laserpistole verkaufen, die sonst niemand haben wollte oder konnte. Da, nimm. Aber sonst noch was. Medex, Schadensresistenz 25. Ich kann mit dem Scheiß nichts anfangen, vor allem wirst du davon ja abhängig. Nee, aber weißt du, er ist auf der Suche nach dem hochwertigsten Schrott, nach dem geilsten Müll und er vergisst die prächtigsten Fäkalien. Ich kann das gar nicht verstehen. Das muss ich jetzt sagen, weil... Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Es gibt ja Menschen... Viel Glück da draußen. Schnauze. Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, ich hätte einen Fäkalien-Fetisch, weil... Weil ich immer gerne Witze darüber mache, ne? Über die gute Diarrhoe und so. So, wo ist denn das Krankenhaus? Ich will Krankenhaus, Digga. Krankenhaus, Vernon Square Nord. Das Statement Hotel, Vernon Square. Krankenhaus Lady of Hope, gib her. Weil da war es interessant und ich möchte heute einfach richtig Randale mit Supermuttis machen, ne? So, mal so richtig geil mit Muttis treiben, ne? Was ist da eigentlich in dem Kinderwagen? Piep, 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 bäh. So. Naja, also ich weiß, dass hier auch Muttis rundherum sind. Ich drücke immer noch E. Weil E ist ja die Standardtaste, ne? Aber ich habe eigentlich die Engage-Taste standardmäßig hier auf der Entfernen-Taste, weil die näher an meinen Pfeiltasten dran ist. Habe ich schon mal gesagt, ne? Aber ich muss trotzdem noch E für verschiedene Funktionalitäten drücken und das ist alles sehr, 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 sehr verwirrend. So, guck hier nochmal, weil ich war ja besoffen und kann sein, dass ich irgendwie vergessen habe, das prächtigste Loot hier aufzusammeln. Lalalala. Vielleicht sind ja hier irgendwelche Bücherchen drinne. Habe ich den leer gemacht? Und ey, ich war sowas von entsetzt, wie viele Sachen ich dann doch vergessen hatte. Zum Beispiel, dass ich an einem Stimmpackautomaten vorbeigelaufen bin, etc. pp, pp. Ja. Ah ja, unsere Minigun haben wir ja. Ach, ich habe mich ja so gefreut. Eine Löschschlauchspritze? Nein, ich kriege keine Löschschlauchspritzdüse. Das wäre einfach zu schön. Habe ich eigentlich hier hinter dem Tresen? Guck mal da. Hochwertiges Loot. Wirklich, hochwertiges Loot hier vergessen. Ja, ich muss diesen Scheiß machen. Entschuldigung. We've got a choice to make. Oh, dafür sind wir hier gerade richtig, ne? Machen wir wieder ein paar Toilettenwitze so. Ja, ist immer wieder gut. Ja, ich wollte vorhin weiterreden. Welche Waffe habe ich ausgerüstet? Die Minigun? Ich weiß nicht so recht. Soll ich mal vielleicht mal eine andere Waffe? Ey, sag mal, warum ist das Inventar so dunkel? Sehe ich das jetzt nur so? Also da hier unten die Knöpfe, ich sehe da fast gar nichts. Ich möchte mal die Jagdflinte. Ja, wir haben Flinte mit PF. Ja, genau. Ja, hier ist auch nur eine Toilette. Alles klar, lass uns mal hier raus. Hier riecht es unschön. So. Mhm. Ja, ich scheine hier wirklich einigermaßen pflichtbewusst gelootet zu haben. Hui. Ja, erstmal wieder reinkommen in den ganzen Quatsch. Die Muttis da sind fertig. Was haben wir denn da? Was liegt denn da? Achso, nee, das ist nur ein Riss. Alles klar. Ich habe heute irgendwie einen Knick in der Pupille. Kann das sein? Was denn hier? Leer. Das ist unverzeihlich. Das ist, wie konntest du nur, du Honk? So. Einmal hier hoch. Mhm. Oh, wie konnte ich nur? Wie konntest du nur, du Honk? Ich drücke mal E. Ich sollte vielleicht E wieder einstellen, oder? Weißt du was? Ich
habe die Schnauze voll. Aber ich kann das wieder da alles nicht sehen wegen Steuerung, Tastenbelegung, aktivieren. Nehmen wir komm. Jetzt wollte ich entfernen drücken. Ja, das ist alles immer so wunderbar, wenn man Tastaturbelegungen ändert. Ja, das hier hatten wir alle schon, ne? Das ist ein Robo-Brain. Ja. Okay, okay, okay. Hier waren die Jungs, die von... das ist schön da. Bumm. Hallo, kleine Gasleitung. Ja, nö, hier. Alter. Alter. Nee, weißt du was? Entschuldigung, ich muss es wieder umbelegen. Ich habe mich jetzt so schon an das, für das Looten daran gewöhnt. Steuerung. Ja, das ist scheiße, dass man das nicht dass man das nicht global belegen kann. So. Komisch, ich nutze übrigens Ablocken niemals. Weil ich blöd bin. Ja, ich weiß es wenigstens, dass ich blöd bin. So, ein Blutbeutel. Geilo. Splittergranate, Renate. Alles klar, Digga. Ja, wir werden mal sehen, wie lange das hier heute geht. Ich habe eigentlich keine Notwendigkeit, viel aufzunehmen. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit aufzunehmen, weil ich hätte noch eine knappe, oder ich glaube sogar, ich habe eine ganze Woche noch Zeit. War da ein Gläschen auf dem Boden? Oh, schrecklich. Schrecklich. Wie kann das hier nur alles rumliegen? Das ist das gute Loot. Na, wo hast du die? Gutes Loot tut gut. Ja. Ich glaube, ich erwähne Horsti viel zu oft. Oder Horsti wird zu öfter erwähnt werden. Ja, ich weiß das ja nicht. So, wir kommen erstmal wieder so richtig. Wollen wir uns mal ein Fünfrad holen? Ja, ich gehe mir mit den Sprüchen langsam selber auf die Nerven, wenn ich es mir angucken muss. Ich muss mir ja alles genauso angucken wie ihr. So. Ich will immer alles nehmen und dann hätte ich aber verstümmelte Beine im Inventar. Das hört sich auch so eklig an. Wieso? Das hört sich doch lecker an. Na, du bist ja noch perverser als ich. Und das will was heißen. So, kann ich das dann mal rausziehen irgendwie? Ihr wisst ja, ne? Was ist das für Physik? Todd Howard. Wunderbare Arbeit geleistet, Todd Howard. Du alte Tröte. Ja, ich weiß nicht, wer in welcher Funktion Todd Howard bei Bethesda ist. Ich weiß nur, dass er für den ganzen Scheiß hier verantwortlich ist. Und dass er seine Spiele über den grünen Klee lobt. Und ich habe übrigens mir jetzt die Legendary Edition, oder nicht Legendary, die Special Edition von Skyrim zugelegt, weil ich ganz einfach mal wieder Bock hatte, Skyrim zu spielen. Und Alter, was ist denn da los? Da muss man eine E-Mail-Adresse angeben, um mit Mods spielen zu können. Da muss man einen Bethesda-Account anlegen. Und jetzt halte ich fest, das Ding hat die Spezialität, also das Programm, dass es nur mit einer amerikanischen Tastatur vernünftig funktioniert. Ansonsten kriegst du Probleme. Und ich habe mir ein abgebrochenes Ad-Zeichen einzugeben. Ich musste dann extra auf eine englische Tastatur, amerikanische Tastatur umschalten, damit ich meine E-Mail-Adresse eingeben konnte. Also erst zwingen sie einen dazu, eine E-Mail-Adresse anzugeben, überhaupt, also at all. Und dann machen sie es einem noch schwer, indem sie, ich weiß noch, ich habe mich über den Macher von Eastshade aufgeregt, dass der kein Keybinding auf die Kette gekriegt hat. Ne? Also, dass man die Tastatur nicht ändern konnte. Ne? Dass man die Tastaturbelegung nicht ändern konnte. Aus verschiedensten Gründen. Und das ist ja nun ein Indie-Entwickler und ich glaube ein Einzelgänger. Und dann kriege ich sowas von Bethesda mit. Aber Bethesda ist echt schon sowieso ein Hammer. Oh, wo sind wir denn hier? Sind wir etwa schon auf dem Dach vom Hospital? Sollte es möglich sein. Was haben wir denn hier? Munitionskiste.
Erster-Hilfe-Kasten. Ach so, ich wollte übrigens mal ins Radio reinhören. Also nicht unbedingt jetzt Three Dog. Ah, wir kommen hier ins Statesman Hotel wahrscheinlich rein. Geht das? Geht das? Können wir hier schon? Können wir hier schon? Nö, ich glaube, das müssen wir hier machen. Ich weiß das nicht. Es ist so, hier oben sind ja diese Söldner gefangen. Warte mal. Wenn ich hier dazwischen springe. Ah, ja. Garnomat. Ach nee, nee, das ist die mittlere Etage vom Statesman Hotel. Hey, cool. Irgendwer ist da gestorben von den mittlere Etage Statesman Hotel. Das ist ja mal gemein. Wir müssen jetzt hier runterspringen, oder was? Und dann kommen wir da nicht hoch? Riley's Rangers finden. Ja, ja, das, da bin ich gerade dabei. Das ist die Queste, die ich gerade mache. Okay, also, ich weiß das nicht mehr, wie das war. Mussten wir hoch aufs, ganz aufs Dach vom Hospital oder? Ich glaube mal, wo ist denn meine geliebte Minigun? Wir haben noch genügend Mini für die Muni für die Minigun. Warte mal. Ja, wir machen hier schön viel Lärm. Also ich mache viel Lärm. Uhu. Super Mutti, ich hab dich. Nee, da müssten wir mal eine andere Wumme für nehmen. Ich sehe da nämlich was. Da sind nämlich, ne? Warte mal, kann ich das nicht einfach so entschärfen? Ich weiß das nicht, ob das funktioniert. Granatenbouquet. Die Fertigkeit Sprengstoff ist nicht weit genug entwickelt, um die Granatengruppe erfolgreich bearbeiten zu können. Na dann, Moment. Ich will aber nicht die Minigun nehmen. Weißt du, dafür nehmen wir die 10 mm Kacke. Entschuldigung, aber ist so. Ja, das ist echt. Aua! Entschuldigung. Ja. Hä? Warum? Ich verstehe es nicht, aber. Boah, wir haben so viele Stimmpacks. Ich muss aufpassen, sonst habe ich nicht genug mehr davon. So, nö, also ist runtergefallen und dann in die Luft gegangen. Hallo Supermutti, hast du auch Aua gekriegt davon? Oh, hatte nur ein Nagelbrett dabei, der arme Fark hier. Oh, eine Löschlauch-Spritzdüse. Das ist übrigens seltsam, dass sich noch keiner darüber aufgeregt hat. Ja, ach ja, wo ich vorhin dabei war zu erzählen, das sollte ich vielleicht erstmal zu Ende erzählen. Entschuldigung, manches ändert sich nie, der alte Honk und das Rülps. Ich muss mal was trinken, sonst kriege ich ein Pappmaul hier. Da drinnen scheint einer zu sein. Also, Sad Woman, wollte sie oder er, ich vermute ja, dass es ein alter Bekannter hier war und dass es gar keine Frau war, hat sich ja als ziemlich ja, nervige Person herausgestellt. Ich habe sie jetzt auf dem Kanal als dritte Person übrigens gebannt, also habe gesagt, du kommentierst hier nicht mehr. Das darf ich. Ich bin der Honk. Moment, Moment, Moment. Ich muss mal wieder die Minigun an den Start bringen, weil ich habe Bock auf die Supermuttis mit Miniguns loszugehen. Das macht einfach mehr Spaß. So, mach schon. Geh auf. Mutti. Mutti, ich bin's, der Hansi, ich bin wieder zu Hause. Bist du böse auf mich, Mutti? Du hast eine Mutti. Eine tote Mutti mit einer Jagdflinten. Hallo, Mutti. Schau, Mutti, ne? Mit einem Nagelbrett und einer Splittergranate zu einer Schießerei zu kommen, ist nicht zu empfehlen. Guck mal. Aber stählerne Bruderschaft war schon hier. Ich muss hier aufpassen, weil ich habe schon Licht an, ne? Ich muss hier aufpassen, weil die haben hier sicherlich noch mehr Fallen gelegt. Diejenigen, die hier die Fallen gelegt haben. Hier tapert doch irgendwas.